Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ein Teamcheck und wir wollen uns doch mal meinen Stürmer anschauen. Ich habe ja so ein kleines Projekt, ich fördere hier einen jungen Stürmer und genau den wollen wir uns heute nochmal anschauen. Zuvor lesen wir uns einen Kommentar durch. Fritz Walter hat vor ca. 30 bis 35 Jahren bei uns im Supermarkt eine Autogrammstunde gegeben. Finde ich eine krasse Sache, ein Autogramm von ihm zu haben. Und mich würde mal interessieren, was denkst du, Marco, wie viel das Autogramm wert ist heute? Das würde mich echt mal interessieren. So ein originales Autogramm ist bestimmt heutzutage eine Menge wert. Und da würde mich mal eine Zahl interessieren. Du kannst schätzen, vielleicht weißt du es auch irgendwoher. Schreib bitte da nur dabei, wie du auf die Zahl gekommen bist. Und jetzt kommen wir zum Teamcheck von Manka. Manka spielt in Tschechien und spielt schon länger als ich OFM. Kommen wir erstmal zum Stadion, würde ich sagen. Das Stadion sieht sehr gut aus. Hier fehlt nur noch ein Ausbauschritt und dann wäre es komplett fertig. Man könnte beispielsweise die Nordtribüne auf 100.000 Plätze ausbauen und dann wäre das Stadion komplett fertig. Natürlich müsste man dann auch das Umfeld anpassen, aber aktuell ist das Stadion so wie es ist erstmal fertig quasi. Und der nächste Ausbau, der hat noch ein wenig Zeit, denke ich mal. Das könnte man dann ab der Oberliga vielleicht planen. Und er spielt aktuell in der Landesliga, ist aber aktuell am Aufsteigen, hat 4 Punkte Vorsprung vor dem Dritten. Also wird voraussichtlich aufsteigen, wobei man das natürlich nicht so genau sagen kann. Ich habe mir seinen Kader mal angeschaut und geplant, was er nächste Saison machen könnte. Und ich habe jetzt mal so einen kleinen Plan entwickelt, welche Spieler nächste Saison gehen sollten, welche Spieler bleiben sollten. Also, ich werde ganz kurz zu jedem Spieler etwas sagen. Wir haben hier Nicolas Harpal. Der kam als 21-1er vom Amateurmarkt damals. Und den würde ich zu Beginn der nächsten Saison verkaufen und dafür Jan Bohak aufstellen. Der hat einfach viel mehr Potenzial und deswegen würde ich diesen Spieler hier verkaufen, auch wenn es irgendwie cool ist, einen Amateurmarktspieler auf Stärke 8 zu bringen. Der ist mittlerweile einfach zu alt und der hat auch nur einen Marktwert von 130.000 oder so. Den würde ich wirklich verkaufen. Ebenfalls verkaufen oder feuern, wenn das Ganze nicht mehr möglich ist, würde ich diesen Libero hier. Der ist einfach zu schwach und gehört nicht in seine Mannschaft herein. Komplett behalten würde ich die Verteidigung. Dort wird auch ein Spieler definitiv aufhören. Den würde ich vielleicht sogar jetzt schon feuern. Der wird aber so oder so aufhören. Und den Rechtsverteidiger würde ich auch behalten. Also die komplette Verteidigung quasi behalten. Ein Spieler hört so oder so auf. Und wenn man den Libero jetzt noch dazu zählt, auch wenn der aktuell nicht spielt, den würde ich halt auch verkaufen. So gesehen haben wir hier einen Verteidiger, der so oder so aufhört. Und einen Verteidiger, den ich halt loswerden würde. Ganz gerne. Dann hat er hier einen Vorstopper. Der kam damals als 18-5er aus der eigenen Jugend. Und jetzt kann man sich schon denken, einen 18-5er auf einen 26-7er zu bringen. Der wurde nicht ordentlich gefördert. Jetzt kann man darüber nachdenken, ob man die Verteidigung entsprechend anpasst. Wir haben ja gesagt, wir behalten diese 4 Verteidiger hier. Rechtsverteidiger, rechter Manndecker, linker Manndecker und Linksverteidiger. Libero wäre weg und der Spieler hier hätte seine Karriere nächste Saison beendet. Behalte ich den Verteidiger jetzt und spiele mit Fünferkette, mit Vorstopper quasi? Oder verkaufe ich den auch? Wenn er mit einer Fünferkette spielen würde, dann bräuchte er einen Mittelstürmer. Und genau das würde ich jetzt hier empfehlen. Also diesen Vorstopper würde ich auch behalten. Den kannst du dann ab der nächsten Saison auf der Vorstopperposition spielen lassen, weil es ein Vorstopper ist. Mit einem Fünfersystem, also 5-4-1. Oder 4-5-1, dort kann man variieren, das ist das Schöne daran. Und deswegen würde ich dir das empfehlen. Dann haben wir hier einen LM, den würde ich behalten, der ist gut. Dann haben wir hier einen DM, den würde ich auch verkaufen zu Beginn der nächsten Saison. Und dafür diesen DM hier aufstellen, der ist viel besser, hat viel mehr Potenzial. Also da würde ich auch diesen Spieler hier verkaufen. Genau wie den Torwart und den Libero. Der passt jetzt hier nicht wirklich in das System rein und den würde ich verkaufen. Dann hat er hier 2 zentrale Mittelfeldspieler, beide haben Stärke 6, einer ist ein Jahr älter, da würde ich den älteren Spieler natürlich auch verkaufen, den würde ich sogar unmittelbar jetzt verkaufen, damit er noch ein bisschen Geld dafür bekommt und diesen Spieler hier würde ich in jedem Wettbewerb dann halt auch
aufstellen. Dann haben wir hier einen rechten Mittelfeldspieler, den würde ich vielleicht jetzt sogar feuern, weil der hat 4 Punkte Vorsprung und wegen einem Stärkepunkt würde er wahrscheinlich jetzt nicht den Aufstieg verlieren. Vielleicht wird er es nicht schaffen mit dem Aufsteigen. Das wird aber wahrscheinlich nicht an diesem einen Stärkepunkt hier liegen. Also den würde ich dann loswerden wollen und diesen Spieler hier jetzt schon komplett aufstellen. Lambert Horak. So, und das machen wir hier mit den ganzen Stürmern. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen krank. Ich würde alle Stürmer verkaufen. Wirklich jeden einzelnen. Und mir einen relativ guten Mittelstürmer holen. Vielleicht einen 33-8er oder so. Dass er halt einfach einen guten Stürmer hat und nächste Saison vielleicht den Klassenerhalt anpeilen kann. Wie gesagt, ein 33-8er wäre eine Option oder ein 34-9er, irgendetwas Altes. Denn es kann gut sein, dass ein Mittelstürmer Erfahrungspunkte verliert und dann holt man sich halt lieber einen günstigen alten Mittelstürmer, bei dem das dann nicht mehr so schlimm ist. So, das war's dann auch soweit von dem Video, weil ich glaube, meine Stimme wird nicht mehr lange überleben. Das tut mir auch ein bisschen leid, ich wollte es eigentlich lieber etwas ausführlicher machen. Aber gut, dann fasse ich es halt zusammen. Mein Mittelstürmer hat aktuell die zweitmeisten Tore geschossen der Generation, 118 an der Zahl. Ist eine ganze Menge, ich weiß, und trotzdem nur die zweitmeisten. Ja, so ist es halt. Der Spieler von Teutonia, Meude, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, hat 3 Tore mehr geschossen. Also die liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und trotzdem bin ich sehr zufrieden, denn der Spieler wird nächsten Aufwertungsspieltag zu einem 17-jährigen 7er. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mal ein Like da, wenn ihr mir gute Besserung wünscht, keine Ahnung. Und wir sehen uns dann morgen wieder.